Ja, Mauro Jörg, ein guter Start für Ihre Mannschaft, auch dank Ihrem 1:0. Ein gutes erstes Drittel. Was ist denn im Mitteldrittel völlig schief gelaufen? Ja, ich glaube auch, wir sind gut ins Spiel gekommen, können durchs Goal glücklich in Führung, aber ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt verdient die Führung. Wir haben wirklich gut gespielt. Ja, was nachher passiert, sind kleine Fehler, wo wir uns selber aus dem Spiel nehmen. Und sicher die Art und Weise, wie wir Schluss verlieren, ist nicht okay. Ich glaube, wir müssen sicher eine Reaktion zeigen am Montag. Ja, wie fest schmerzt es, so eine Klatsche mit 3:8 zu kassieren? Oder ist das am Schluss ein Sieg wie jeder andere auch? Oder eine Niederlage wie jeder andere auch? Ja, ich glaube, schlussendlich ist es eine Niederlage wie jeder andere auch. Schon. Aber wir wissen, ab dem 4-1, ab dem 5-1 sind es nicht mehr gewesen, die gespielt haben. Es war irgendetwas. Ich glaube, das müssen wir sicher anschauen und am Montag eine Reaktion zeigen.